Willkommen zum krankesten Omsi-Format auf YouTube. Willkommen zu... Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu der ersten Folge Omsi Stunts. Worin geht's in Omsi Stunts überhaupt? Ganz klar, wir fahren mit einem Bus, dem hier, den schönen MAN-A20 Hü. Wir werden immer den gleichen Bus natürlich benutzen und werden damit einige Stunts vollführen, um mal zu gucken, was kann man, was ist in Omsi eigentlich möglich und was nicht. In der heutigen Folge geht's darum, wie schnell kann so ein Bus eigentlich werden und wie steil kann der eigentlich abwärts fahren. Ich bin mega gespannt. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich weiß noch nicht einmal, ob es funktionieren wird. Aber wir befinden uns auf unserer großen Stunt-Map. Oh ja. So, wir befinden uns an einer Höhe von, das müssten 200 Meter sein. Das ist die kleine Rampe. Wir werden zwei Rampen testen. Ich habe zwei gebaut. Wir haben die kleine Rampe. Dort befinden wir uns jetzt in einer Höhe von 200 Metern. Geht steilwärts nach unten. Und eine zweite Rampe, die sieht man von hier aus nicht, die ist dort oben, die liegt in der Höhe von 500 Metern, also mehr als das Doppelte höher noch und das Ganze natürlich auch steiler. So, wir befinden, wir geben uns erstmal in unseren, halt hoppala, das ist ja in Omsi ein bisschen anders, wir begeben uns in unseren Bus rein und werden das Ganze erstmal schön starten. Vorher gehe ich nochmal ganz kurz in die Optionen, da muss ich nochmal ganz kurz gucken, wie die Geräuschkulisse ist. Jawolski. So, der ist ja nicht allzu laut und er schnurrt wie ein Kätzchen. So, natürlich haben wir jetzt das Problem, wir haben Low Pressure. Pressure to low, aber jetzt geht es gleich runterwärts. Oh ja, da bin ich gespannt. Das wird nice. Das wird nice, Leute, wenn es überhaupt funktioniert. So, unser Bus, unser Testobjekt, ein schöner MAN-A20Ü Überlandbus. Weser-Ems-Bus. Ist ein schönes Teil auf jeden Fall und wir werden gucken, schafft er es? Oh, jetzt geht er gleich hoch. Schafft er es dort runter? Weil es ist schon ziemlich steil. Wie schnell wird der Ganze, wird der sein? Das werden wir auf jeden Fall herausfinden. Oben links sehen wir die km/h-Anzeige, 0,0 km/h. Da steht natürlich, wir haben den 21.01.1992, natürlich, wie immer. Klima, geben wir natürlich einen Fick drauf. So, das können wir jetzt schon losfahren. Ja, wir können losfahren. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz... Ah ja, okay. Ich vergesse schon wieder so halb die Steuerung von Omsi, das ist schon wieder ganz schlimm. Den Gang einlegen, Ding rausnehmen und wir dürften eigentlich schon losfahren können. Jawohl, wir können schon losfahren. Ja. So, jetzt wird's spannend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gehen wir in die Außenperspektive gucken. Wir gucken uns das von der Innenperspektive an. Wie es dann jetzt schön nach unten geht. Ich bin echt gespannt. Los geht's. Los geht's. Er ist noch ein bisschen langsam, merke ich. Oh. Oh, shit. Shit. Und jetzt komm, Gummi. Wir haben 113. 124. 140, 150 km/h, 160, oh shit, oh, fix, Mane, wo sind wir, Digga, haha, jawohl, scheiße, kacke, noch eins, Paul, oh Mann. Eine Omsi-Stunt-Folge war noch mit dem Bus Saldos zu machen, ob das überhaupt klappt, aber wir sehen, oh mein Gott, das klappt. Geht's dir noch gut? Scheiße. Okay, ich blende hier mal ganz kurz ein, wie viel, Alter, wir sind bei minus 263 km/h. Ich blende an dieser Stelle jetzt mal ganz kurz ein, wie schnell wir überhaupt waren, als wir unten angekommen sind, wie schnell da der Bus schon war, wie schnell wir beschleunigt haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich oben hochgehe. Beziehungsweise dürfte ja gar nicht so schnell sein. Ich glaube, das müsste ja auch gehen, indem wir einfach, wir deleten den Bus einfach mal und nehmen einen neuen Bus und setzen ihn auf die große Rampe. Scheiß drauf, mit gleich wiedersehen. Wir setzen ihn auf die große Rampe und dann, Alter, testen wir das aus. Wenn ihr auf jeden Fall Bock auf dieses Format habt und Vorschläge habt, was ich noch alles so machen könnte, unten in die Videobeschreibung definitiv rein. Gott, ist das geil. Nichts mit Like-Gebettel, sondern entscheidet einfach selbst, ob euch das gefällt. Ich wende mich von diesem Like-Gebettel mal ab.
wieder den gleichen. Wir nehmen. Wo ist denn der? Was haben wir denn gerade gehabt eigentlich für ein. Repaint? Weser-Ems-Bus. Genau, Weser-Ems-Bus, genau. So, und dann nehmen wir den Güten und. Oh, großer Rampf. Alter, da bin ich jetzt gespannt. Also, wir waren. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe dann aufgehört hinzugucken. Ich glaube, wir waren bei 160 km/h, glaube ich. Wir gehen jetzt auf die große Rampe. Die große Rampe liegt bei. Sind wir schon. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz F1. Ah, aus Pausemenü noch rausgehen. Oh, jetzt leckt's. Jawohl. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, 500 Meter. Das war es, was wir gerade gesehen haben, waren 200 Meter. Wenn wir das erhöhen, sollen auch unten mal die, ich weiß nicht, sollen wir das in der nächsten Omsi-Stunt-Folge mal erhöhen, das Ganze? Wir stürzen uns jetzt von 500 Meter runter. Also, wir machen die Elektrik an, wir fahren den Bus hoch, warten kurz, Low Pressure haben wir wahrscheinlich gleich wieder. Und dann stürzen wir uns von 200 Meter waren es, 160 glaube ich. Also 200 schaffen wir, definitiv. Also die 200 km/h werden wir jetzt definitiv schaffen, das glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe die nämlich nicht genau gleich gebaut. Das heißt, kann sein, dass die auch einfach steiler jetzt nach unten geht, weil ich weiß nicht mehr diesen Winkel, den ich eingestellt habe bei der ersten, als ich die 200 Meter gebaut habe. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Low Pressure, also wir warten einfach mal, bis das rumgeht. Scheiße, das war schon nice. Das war schon geil. Das war echt geil. So, jetzt müsste gleich wieder hochgehen. Schauen wir mal. Wenn es soweit ist. Und dann stürzen wir uns von 500 Meter runter. Das ist, ja, also dieses Format, ne? Wie gesagt, wer es sehen möchte, unten in die Kommentare, weil. Gott, das Format macht echt Spaß. Und ich habe noch andere Sachen geplant. Ich habe schon noch was geplant, was man alles machen kann in Omsi-Stunts. Huh. Sind wir schon da? Ja, komm, wir sind schon da. Wir legen den Gang ein, wir machen die Handbremse raus und jetzt rollt er auch schon los. Und ich würde sagen, wir gucken oben links, beachtet es oben links, wie schnell wir werden oder auf dem Tacho. Ich glaube, der Tacho, da habe ich gar nicht drauf geguckt. Oh, das ist steiler. Ach du Scheiße! Nein! Scheiße! Fuck! Scheiße! Der hat zu sehr hin und her gewackelt. Habt ihr das gesehen? Der hat viel zu sehr hin und her gewackelt. Wir müssen den ganz ruhig halten. Das war jetzt scheiße. Da dürfen echt null Lenkbewegungen drin sein. Null Lenkbewegungen, weil sonst haut's ihm gleich. Sonst haut's ihm die Fresse weg. Ihm haut's richtig die Fresse weg. Okay, A20Ü, NÜ2832, Dor, Void. Ach nee, wir hatten den ZF. Ich lass mich nicht einmal verarschen. So, und dann schauen wir uns, wir stürzen uns nochmal von 500 Meter runter, ohne dass wir den Bus. Im freien Fall misst der anscheinend auch mit. Da waren wir jetzt kurz bei 258, glaube ich, km/h oder ungefähr so. Komm, wir nehmen jetzt den einfach und setzen ihn auf die große Rampe. Und dann schauen wir uns das ganze Spektakel mal an. Komm, also keine Lenkbewegungen drin, wir stürzen uns gerade, weil das so tief ist. Das ist zu steil. Ich habe es zu steil gebaut. Dann werde ich schauen, dass ich vielleicht in der nächsten Omsi-Stunt-Folge, wenn wir es jetzt nicht hinbekommen, werde ich schauen, dass wir es in der nächsten Omsi-Stunt-Folge anders bauen. Und dann stürzen wir uns nochmal runter von 500 Metern oder eventuell sogar noch mehr. Doch jetzt schauen wir nochmal die 500 Meter an, ob wir es schaffen ohne Lenkbewegungen. Jawohl, da ist jetzt mal drin im Bus. Und wir gehen sofort rein, Elektrik an, Motor an. Motor an, sagte ich. Und dann warten wir kurz, bis es weg ist. So, also, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ich bin auf dieses Format gekommen, einfach weil, naja, es passieren schon mal manchmal lustige Dinge in Omsi. Und da habe ich schon einiges miterlebt und ich dachte mir so, was ist eigentlich, wenn man es wirklich darauf anlegt, ne? Also wenn man wirklich sagt, jawohl, das will ich. Ich will springen, ich will fahren oder so. Wenn man es wirklich darauf anlegt, um diese Dinge herauszufinden. Ich habe jetzt extra nicht mein Lenkrad aufgebaut, weil das ist für die Zwecke ist es eigentlich sinnlos. Ja. Ding rein, raus damit und wir können schon losfahren.
So, ich hoffe jetzt, dass wir nicht von da... Okay, ich fahre jetzt so, jetzt ganz langsam, ohne das... Weil jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Wir gucken mal ganz kurz in die Außenperspektive, wie das aussieht, wenn der da runter geht. Und los. Und go. Oh shit. 100. 100 sind drauf. 150? Hör dir den Sound. 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 2. Oh shit. Jetzt hat's ihn daneselt. Wir waren noch nicht bei 300. Das steht zwar 300, aber ich glaube, auf dieser Rampe, wir waren noch nicht bei 300 angelangt. Wir waren bei 200 irgendwas. Schnell mal weg löschen. Puh, Gott, gut, schaffen wir die 300 km/h mit dem Bus, vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall, das war's mit der ersten Folge Omsi-Stunts. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja gerne machen, oder wenn es euch nicht gefallen hat, je nachdem. Und auf jeden Fall, wir sehen uns bei der nächsten Omsi-Stunt-Folge wieder. Schreibt was in die Kommentare, was euch dazu einfällt, vielleicht fällt euch ja was ein, was man noch in Omsi ausprobieren könnte in der nächsten Omsi-Stunt-Folge. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüssikowski.